Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen. Hier ist wieder euer Nutoka aufs Brot auf dem Spieleflut-Kanal und wir spielen hier ein wenig Book of Unwritten Tales weiter. Wir müssen versuchen, irgendwie hier in die Kanalisation zu kommen und dafür müssen wir uns irgendwie verkleinern. Geh mal nochmal hier hinten in den Serverraum. Jetzt komme ich auch an das Tintenfässchen. Kein Dämon, keine Gefahr. Richtig. So, das war dann hier alles. Also da kommen wir nicht so rein. Was können wir denn mit dem Klebeband machen? Dann können wir auch nichts kombinieren. Dann würde ich sagen, wir gehen mal raus aus der Stadt. So, wir haben hier immer noch dieses Kaninchen und diesen Baum. Können wir mit dem Baum irgendwas machen? Ich weiß nicht genau, was das für ein Baum ist. Ich würde mir gerne einen Zauberstab daraus machen. Der Trank könnte mir helfen, in die Kanalisation zu kommen. Schwarzes Kaninchen? Dann benutze ich doch mal die Landkarte und gehe hier hin. Der Wuppermann. Ja, reden wir doch mal als erstes mit dem Wuppermann, wenn er das denn überhaupt ist. Ich sitze schon mal auf dem Pentagramm. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Na nu, ein junger Gnom und auch noch mit hervorragenden Manieren. Was treibt dich denn hierher? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem Weißkammgebirge und muss den Erzmagier sprechen. Wohl ein junger Wilbur. Ich bin Francis der Erstaunliche. Was kann ich für dich tun? Sie sind ein Schausteller. Sind Sie der Schausteller, von dem Meister Markus mir erzählt hat? Ich weiß nicht, von was für einem Schausteller dir dein Meister Markus erzählt hat, aber ich bin auf jeden Fall einer. Francis Philipp Wuppermann, mein Name. Man nennt mich auch Francis den Erstaunlichen. Aber meinen kleinen Jahrmarkt hier betreibe ich nur noch nebenbei. Vor allem bin ich Wahrsager. Und ich lächle. So, direkt mal hier. Stimmt es, dass Sie sehr reich sind? Warum fragst du? Willst du mich ausrauben? Ganz gewiss nicht. Ich möchte ein ehrenvoller Kämpfer für das Gute werden. Und als solcher darf ich niemanden ausrauben. Oha. Ein Haufen Gold, so. Ich habe so viel Gold hier. Aber das ist der Hauptpreis beim Glücksrad. Das kann ich dir nicht so einfach geben. Ja, ich brauche einen Haufen Gold, um in der Zauberschule aufgenommen zu werden. Okay, das ist wohl ein bisschen buggy. ja. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. So, sag mir mal die Können Zukunft Sie wirklich voraus. Die Zukunft voraussagen? Natürlich. Leute aus dem ganzen Land fragen mich um Rat. Und ich gebe ihnen gute Tipps für gutes Gold. Und was wollen die Leute wissen? Sie wollen zum Beispiel wissen, ob der Preis für Brot steigen wird. Dann sage ich ihnen, ja, der Preis wird steigen. Dann kaufen sich alle Vorräte und der Preis steigt tatsächlich. Faszinierend. Oder die Frauen wollen wissen, welche Farbe die Farbe der nächsten Saison sein wird. Ich weiß es immer. Wenn Sie also sagen, im nächsten Jahr werden alle Frauen grüne Kleidung tragen, dann tragen alle grüne Kleidung. Sie müssen ein sehr guter Wahrsager sein. Der Beste. Würde man mir sonst so viel Gold für meine Vorhersagen zahlen? So, erzählen wir mal von diesem Käfig. Diese Käfige? Was hat es mit denen auf sich? Oh, früher gehörten die Tiere zu meinem Jahrmarkt. Aber seit ich mein Geld mit Vorhersagen verdiene, sind sie nur noch mein Hobby. Außer die Tauben natürlich.
Was ist mit den Tauben? Die Tauben bringen meine Prophezeiungen ins ganze Land. Ich arbeite fast nur für Leute, die ich nicht persönlich kenne. Warum das? Naja, wie soll ich sagen? Sollte eine Prophezeiung vielleicht doch einmal nicht eintreten, dann ist es doch besser, weit weg zu sein, oder? Dann probieren wir doch. Darf ich vielleicht einmal Glücksrad spielen? Aber sicher. Wie geht denn das? Einfach drehen, oder wie? Wie funktioniert das? Wie du siehst, gibt es verschiedene Farben. Rot, gelb, grün und blau. Du sagst mir, auf welcher Farbe das Rad stehen bleiben wird. Schaffst du das dreimal hintereinander, gewinnst du den Jackpot. Ist es nicht ziemlich unwahrscheinlich, dreimal hintereinander die richtige Farbe zu raten? Wäre es einfach, wäre der Hauptpreis auch kein Sack Gold. Also gut. Welche Farbe willst du? Fangen wir mal mit grün. Es wird ein grünes Feld sein. Also gut, los geht's. Ja, knapp. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal versuchen? Nee. Lieber nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Da muss doch irgendein Trick dabei sein. Du kannst es gern später nochmal probieren. Das ist gut. Wir schauen uns jetzt erstmal hier ein wenig um. So. Okay. Betrachte das haarige Etwas. Wenn mich nicht alles täuscht. Ein Käfig mit Haaren? Hier ist ein kleines Schildchen. Bertram, der dickste Hamster der Welt. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob Bertram wirklich der dickste Hamster der Welt ist. Ich vermute aber, dass er auf jeden Fall vorne dabei ist. Mehr können wir mit dem Bertram nicht machen, das ist ja schade. So, und hier? Ein leerer Käfig, wie es scheint. Drum. Auf dem Schild steht Siggi, das unsichtbare rosa Eichhörnchen. Bissig, bitte Abstand halten. Siggi geht es gut, denke ich. Da ist noch ein Käfig. Der Käfig ist mit Stroh ausgelegt. In ihm liegen einige Taubenfedern und jede Menge, naja, was Tauben halt so hinterlassen. Kaka. Ach, ich hab schon gedacht, der holt sich jetzt einen dicken Ich nehme nur eine Feder. Eine große, unbeschmutzte. Ah, das ist doch gut. Das können wir bestimmt damit benutzen. Ich kann jetzt jederzeit was schreiben. Nur was? Und worauf? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Sonst ist nichts Interessantes mehr im Käfig, sofern ich nicht ein paar Fußballplätze düngen will. So, wir haben hier den Wohnwagen, die Kristallkugel. Schau mir das Glücksrad mal genauer an. Es ist beinahe unmöglich, dreimal hintereinander das richtige Feld vorherzusagen. Ich werde alt und grau sein, bevor das passiert. Es ist beinahe... Okay, und die Kristallkugel, was können wir damit machen? Eine Kristallkugel. Ob der Schausteller damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Eine Kristallkugel. Und der Wohnwagen, was haben wir da? Ui, der Wagen ist wie ein Haus auf Rädern. Ist bestimmt nicht billig gewesen. Vor allem, wer zieht das Ding, der Hamster? Welches Pony auch immer diesen Wagen zieht, ich würde mich nicht auf eine Schlägerei mit ihm einlassen. Na, das war's jetzt schon hier. Dann müssen wir wohl aber nochmal ein Gespräch mit ihm anfangen. Oder können wir die vertauschen? Der Schausteller kann mit seiner Kugel bestimmt mehr anfangen als mit meiner. Na ja, gut. Versuchen wir mal vor uns zu kommen. Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Der Bertram, der ist ziemlich dick. Ja? Sagen Sie mal, Ihr Hamster, der Bertram, ist der nicht ziemlich dick? Natürlich. Es ist sogar der dickste Hamster der Welt. Aber ist der Käfig nicht viel zu klein für ihn? Nein, Bertram mag's gemütlich. Und er bewegt sich eh nicht sonderlich viel. Wie sollte er auch... Das Eichhörnchen ist nicht nur unsichtbar, sondern auch ziemlich still, oder? Mhm.
Vielleicht schläft es. Ja, vielleicht. Sie sind sich sicher, dass da ein Eichhörnchen drin ist? Aber selbstverständlich. Es ist das einzige unsichtbare rosa Eichhörnchen in Gefangenschaft. Sie sind sehr selten. Unsichtbar und rosa. Das Eichhörnchen ist nicht nur... Ja, sie... Okay, das ist nochmal das. Können Sie mir die Zukunft vorhersagen? Ich würde gerne die Farben vom Glücksrad wissen. Würden Sie mir vielleicht meine Zukunft vorhersagen? Sag mir die. Ich würde mich sehr freuen. Ich sehe, dass ich es kann. Wow. Aber ich habe kein Gold. Kein Problem. Ich habe gesehen, dass das heute aufs Haus gehen wird. Ui, unheimlich. Also komm. Pokus, Pokus, ich sehe die Zukunft. Was willst du wissen? Wird dieses Abenteuer gut sein? Werde ich die Aufgaben meistern können, die vor mir liegen? Nein, du solltest lieber aufgeben und nach Hause gehen. Aber... Aber dann hätte ich versagt. Jawohl, und ich hätte recht gehabt. Willst du sonst noch etwas wissen? Was wird der Tag bringen? Ich sehe Dunkelheit. Ja. Oh-oh. Irgendwann geht die Sonne der unter. Der Tag wird damit enden. Das hätte ich auch vorhersagen können. Du wirst heute noch Glücksrad spielen. Und wenn du es tust, wirst du dich fragen, ob du es auch ohne meine Vorhersage getan hättest. Möchtest du mehr wissen? Wenn Sie in die Zukunft sehen können, dann sagen Sie mir bitte, welche Frage ich als nächstes stellen werde. Du, also... Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Tut mir leid. Oh. Deine Frage war vielleicht etwas zu speziell. Meine Gabe ist sehr schreckhaft. Trotzdem danke. Das war sehr interessant. Ich habe da so ein Gefühl, als würde hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen. So, jetzt will ich die austauschen. Ich kann die Kugel nicht einfach mitnehmen. Der Schausteller würde bemerken, dass sie nicht mehr an ihr... Okay. Austauschen. Wie soll ich das machen, ohne dass dem Schausteller etwas auffällt? Irgendwann können wir nichts machen. Mit den Nadeln auch nicht. Noch mal mit ihm reden. Vielleicht gibt es irgendwelche neuen Optionen. Kann es sein, dass mit dem Eichhörnchen etwas nicht stimmt? Meinst du? Sieht eigentlich ganz normal aus. Ah, sehr schön. Dann kann ich jetzt die... Los. Lass mich ins Inventar. Die Kristallkugel. Vielleicht funktioniert die Kugel aus der Zaubererschule besser. Mit seinen anderen Vorhersagen konnte ich nicht viel anfangen. Ja, genau. Lauf noch 10-mal um den Tisch rum. Dir geht es doch gut, oder? Hoffentlich ist nichts mit ihm. Es ist so ein beeindruckendes Tier. Findest du nicht auch? Woher weißt du, dass das Eichhörnchen rosa ist? Woher wissen Sie, dass das Eichhörnchen rosa ist? Haben Sie es schon mal gesehen? Das nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass es rosa ist. Die rosafarbenen trifft man am häufigsten an. Wie können Sie überhaupt eine Farbe haben und unsichtbar sein? Die Zoologen sind sich darüber noch nicht im Klaren. Noch ist es ein Mysterium, könnte man sagen. So, jetzt kommt zurück. Schlaf nicht ein... So, Opa. Das ist die Kristallkugel aus der Zaubererschule, Meister. Mal mit ihm reden. Schauen, ob er jetzt vielleicht wirklich in die Zukunft sehen kann.
Wilbur, was kann ich für dich tun? Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Das sieht ganz anders aus als beim letzten Mal. Herr Wuppermann. Ist da anders. Er scheint völlig weggetreten zu sein. Ob ich ihm Fragen stellen kann? War das die Antwort auf meine Frage? Können Sie auch sprechen? Okay. Also gut. Werde ich den Erzmagier Werde ich meine Mission erfüllen und dem Erzmagier den Ring geben? Tipptopp. Nicht? Aber dann wird alles umsonst gewesen sein? Wird mir in diesem Abenteuer noch etwas Schlimmes zustoßen? Ja, natürlich. Werde ich verletzt? Werde ich sterben? Yay, Spoiler-Alarm. Dann sagen Sie mir... Ich muss eingeschlafen sein. Entschuldigung. Sie wissen nichts mehr? Wissen? Wovon? Ach, gar nichts. Ich glaube, dieses Mal hat er wirklich die Zukunft gesehen. Aber er scheint nach einigen Fragen wieder aufzuwachen. Ja, also nochmal. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Zukunft. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Er ist wieder in Trance. Wenn Herr Wuppermann immer nach ein paar Fragen aufwacht, muss ich mir ganz genau überlegen, was ich ihn frage. Ich glaube, das kann ich. So. Ich kann ihn einfach fragen, Sie werden mich nicht belügen. Das lasse ich schon mal weg. Ist es pink? Macht keinen Sinn, denn die Farbe gibt's nicht. Also frage ich mal, ist die Farbe nicht blau oder ist es blau? Ist die Farbe nicht blau oder ist es blau? Also eines von beiden. Macht auch keinen Sinn. Das hilft mir weiter. Nee. Aber auf dem Rad ist die Farbe schon. Ich bin gut in sowas. Macht alles keinen Sinn. Können Sie mir bitte los, Zukunft gucken? Komm, jetzt er ist Option. Wieder in Trance. Er ist nach 5 Fragen wieder aufgewacht. Okay. Also muss ich mit 5 Fragen die 3 richtigen Farben herausbekommen. Ist es blau oder rot? Ist es blau oder rot? Nein. Also grün oder gelb. Wenn ich jetzt frage, ob es grün ist. Ist es grün? Okay, grün. Muss mir aber ganz kurz hier Notizen machen. Grün. So. Dann sprechen wir über den nächsten Durchgang. Kommen wir zur nächsten Runde. Ist es grün oder gelb? Ist es grün oder gelb? Nein, also blau oder rot. Ist es rot? Okay. Rot. Sprechen wir über den nächsten Kommen wir Durchgang. Zur nächsten Runde. Ist es blau oder rot? Ist es blau oder rot? Was ist nur los? Also blau oder rot? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ach, das macht doch nichts. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wir machen hier einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach eine nette Bewertung da, einen Daumen hoch oder schreibt irgendwie was in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao, macht's gut!